Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem kleinen Interview zu dem Thema Riester-Rente hier auf zuvielbezahlt.de. Und wir, ja, hier dreht sich alles um dieses Thema. Und wir beleuchten einmal ein bisschen die Vergangenheit und wollen auch mal auf den aktuellen Stand der Dinge blicken in Bezug auf die Riester-Rente. Ja, und es ist so, dass wir hier auf diesem Kanal ein Video herausgebracht haben im Jahr 2012, in dem wir die Riester-Rente, ja, sagen wir mal, tendenziell oder den Sinn der Riester-Rente tendenziell in Frage gestellt haben. Und zu meiner Linken sitzt jetzt der Marco Reus und dir darf ich jetzt die Frage stellen: Riester-Rente, ja oder nein? Und ja, kann man das überhaupt pauschal beantworten? Ja, hallo Joachim. Zunächst mal freue ich mich, dass wir wieder mal zusammenkommen hier. Ja. Und ja, man kann das, ich freue mich auch sehr, dass du auf das Video aus 2012 nochmal zu sprechen kommst, denn das Video hat natürlich heute noch seine Gültigkeit, also was darin erzählt wird. Wer das Video angeschaut hat, ja, der weiß auch dann, worum es geht. Ja. Also ich möchte also einfach die Frage, könnte man ganz einfach beantworten, Riester ja oder nein, indem ich einfach jeden Riester-Sparer jetzt hiermit auffordere, seinen Riester-Vertrag mal aus dem Ordner zu holen, dann mal die eingezahlten Beiträge und die staatlichen Zulagen mal ins Verhältnis zu setzen mit dem aktuellen Vertragswert und dann wäre die Frage beantwortet. Ja, okay. Also das ist auch das, worum es im Video geht von damals. Ja? Ja. Also lohnt sich Riester ja oder nein? Ja. Also wenn man dann die Rendite beleuchtet, was der Riester-Vertrag gemacht hat, dann kann man vielleicht sagen eher nein, wobei man jetzt natürlich den Bogen spannen muss zu dem Walter Riester, dessen Idee eine der genialsten war, die vielleicht ein deutscher Politiker jemals zur privaten Altersvorsorge hatte, indem man gesagt hat, okay, auf der einen Seite gibt es die gesetzliche Rentenversicherung, die man vom Niveau her ein bisschen absenken muss, weil es einfach vom demografischen Wandel her nicht mehr möglich ist, also die Rentenhöhe zu sichern. Ja. Der auf der anderen Seite dann den Leuten sogar noch Zuckerl gibt und sagt, okay, wir fördern das Ganze staatlich noch. Die Idee an sich ist ja, muss man mal ganz neudeutsch sagen, richtig geil und auch richtig gut. Ja. Nur ein Problem gibt es natürlich. Man hat vielleicht den Fehler gemacht, dass man dieses Paket der Produktgestaltung komplett ausgelagert hat auf die Finanzindustrie. Und denen das Feld überlassen hat. Genau, die dann wiederum mit Produktgattungen verschiedenster Art die Leute total verwirrt hat und natürlich auch mit Kosten dafür sorgt, dass im Endeffekt die Rendite komplett auf der Strecke bleibt. Okay. Und das möchte ich mal ganz plakativ, möchte ich das mal hier darstellen. Ich habe dir hier mal die Rendite mitgebracht von deinem Riester-Vertrag. Okay. Also, obwohl genommen, ich keinen habe. Ja gut, du bist selbstständig, da macht das keinen Sinn. Aber es trifft ja auf jeden Versicherungsvertrag für die Altersvorsorge zu. Ja. Nur ist es einfach mal wichtig, das auch mal ganz plakativ zu zeigen, warum die Rendite auf der Strecke bleibt. Und deswegen gebe ich dir hier mal deine Rendite an die Hand. Also die es dann zum Ende der Vertragslaufzeit ja geben soll. Und zwar jetzt. Ja, also das ist ja eigentlich in Ordnung. Ja, sie entsteht, also die Rendite entsteht definitiv. Ja. Nur wie gesagt, ist es ja so, dass die Finanzindustrie für die Produktgestaltung verantwortlich ist. Das heißt, wenn du es mal so hältst, muss ich dir natürlich jetzt erstmal die Abschlusskosten wegnehmen hier. Ja. Ja. Dann natürlich reicht mir das ja nicht als Finanzdienstleister. Also wenn ich ein großes Versicherungsunternehmen bin, brauche ich natürlich auch laufende Verwaltungsgebühren. Ja. Okay. Dann kommt als nächstes natürlich, dass du staatliche Zulagen erhältst. Die müssen als Dauerzulagenantrag beantragt werden, müssen deinem Vertrag zugebucht werden. Okay. Das kostet natürlich Geld, Manpower, deswegen muss ich dir das auch nochmal wegnehmen. Vielleicht aus der Presse auch entnommen, dass viele große deutsche Versicherer in der Zwischenzeit auch keine Riester-Renten mehr verkaufen, weil der Aufwand so groß ist. Ja, also wenn kein Neugeschäft mehr generiert wird, wird es natürlich auch schwierig. Okay. So, jetzt haben wir das hier. Dann kommt als nächstes die Kosten der Kapitalanlage, muss ich dir leider noch wegnehmen. Die Versicherer sind sehr erfinderisch, wenn es um die Kosten geht. Du siehst schon, was hier gerade passiert. Okay. Dann haben wir die Kosten der Kapitalanlage schon mal weg. Dann brauchen wir natürlich noch die Versicherungskosten für das Guthaben, das da liegt. Ja. Und weil ich ja Finanzdienstleister bin und mir reicht es immer noch nicht, muss ich dir natürlich noch die Stückkosten wegnehmen, weil ich pro Stück
Riester-Rente natürlich auch mal nochmal eine Gebühr erheben will. Ja. So, und jetzt siehst du ganz einfach, dass deine Rendite einfach nur entstanden ist, aber den Besitzer gewechselt hat, indem sie bei der Finanzindustrie angekommen ist und nicht in deinem Vertrag. Okay. Und genau aus diesem Grunde ist das Video 2012 entstanden, wo wir einfach den Leuten mal gezeigt haben, dass es nicht auf oder dass es vor allem darauf ankommt, dass die Geldanlage, okay, die der Motor für diese Riester-Rente sein soll, funktionieren muss, damit ja bei mir auch was ankommt. Das wäre eigentlich jetzt wahrscheinlich auch dann die Frage, die ich auf dem Radar hätte, nämlich wie, weil wie gesagt, die Rendite ist ja da, ja, also die Rendite ist ja gemacht, also meine eingezahlten Beiträge habe ich ja noch, aber die Rendite, sozusagen der Gewinn, der hat den Besitzer gewechselt, ja, und ist jetzt sozusagen in Händen der Finanzindustrie. Genau. Wie würde denn jetzt, sagen wir mal, ein richtig toller Riester-Vertrag, wenn man den jetzt kreieren könnte oder wenn du den kreieren könntest, wie würde der aussehen? Gut, zu viel bezahlte Ehe steht natürlich, wie der Name schon sagt, für zu viel bezahlte Kosten. Also unsere Recherche richtet sich ja danach, dass wir Finanzdienstleistungsprodukte oder Finanzdienstleistungen nach den Kosten natürlich analysieren und dann gucken, mhm, dass möglichst wenig Kosten entstehen, damit der Kunde, den wir dann betreuen, möglichst viel von dieser Rendite noch übrig hat. Ja. Ja? Also wir können auch das ganz plakativ mal darstellen. Also ich habe jetzt einfach mal hier einen von diesen 50-Euro-Scheinen, wechsle ich jetzt einfach mal aus und ersetze den durch 50 Euro mit kleineren Scheinen, damit man einfach mal versteht, was da passiert, wenn wir mit unseren Produkten, wir verkaufen ja Honorartarife, okay, also Netto-Konzepte, wo es also viele Kosten gar nicht gibt, die in normalen Brutto-Tarifen dann letztendlich drin sind. Mhm. Der Unterschied ist ganz einfach erklärt. Der, okay, Kunde, also bei den Honorartarifen, zahlt der Kunde ein Honorar an mich, ja, für, mhm, die Beratung. Weil ich meine, jeder geht auf die Arbeit, um irgendwo Geld zu verdienen. Auch, klar, meine Arbeit, ja, ja, muss bezahlt, das werden. Ist, ja. Mhm. Das heißt also, ich nehme jetzt mal 5 Euro weg für das Honorar. Ja, mhm. Dafür, dass ich dir, dich berate, dass ich dir einen Riester-Vertrag zur Verfügung stelle, der dir möglichst viel Rendite übrig lässt. Ja, so, okay. Diese 5 Euro, die bleiben bei mir, deswegen stecke ich die gleich mal ein. Okay. Dafür, wie gesagt, ja, Beratung auf den Weg bringen und so weiter und so fort. Okay. Der zweite Baustelle sind nochmal 5 Euro, die nehmen wir für die Kontoführungsgebühr jährlich. Also das würde ich dann nehmen dafür, dass ich dir ein Riester-Konto einrichte. Mhm. Okay? Okay. So, und dann lediglich weitere 10 Euro fallen dafür an, dass wir laufende Verwaltungsgebühren nehmen müssen und die Kosten der Kapitalanlagen. Okay. Und das war's. Der Rest gehört dir. Okay. Das ist der Unterschied zwischen dem, was man versäumt hat, dass man ganz einfach sagt, okay, auf der einen Seite... Wir dürfen das nicht der Finanzindustrie überlassen. Wir dürfen das nicht der Finanzindustrie, ja, überlassen, sondern man hätte das selbst regeln müssen mit, ja, kostengünstigen Produkten, weil es ist genau der wichtigste Punkt bei Riester der, dass viele Leute glauben, dass diese staatliche Förderung, ja, die Rendite dass ist. Dass der Gewinn ist. Dass genau der Gewinn ist. Oder, mhm, dass auch die, ja, Steuererstattung, die ich vielleicht erhalte, dass die der Gewinn ist. Aber, ja, das ist ja weit gefehlt. Wenn ich heute eine Kapitalanlage, was ja mein Thema ist, zu viel bezahlt steht ja für Geldanlage. Ja? Wenn ich, mhm, heute über Geldanlage spreche, dann muss natürlich möglichst viel von dem eingesetzten Kapital natürlich am Ende A übrig sein. Bei Riester ist es ja so geregelt, dass, mhm, es eine Garantie gibt auf die eingezahlten Beiträge und Zulagen. Mhm. Aber das eingesetzte Kapital muss natürlich über die Laufzeiten spürbar, ja, Renngewinn erzielen, damit sich das Ganze für mich rechnet. Sonst da gibt es ja beispielsweise auch ganz abenteuerliche Konstrukte, wo auch der Riester-Vertrag oder in der Riester-Vertrag mit Baufinanzierung sogar gekoppelt wird. Ne? Okay. Also das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, macht wahrscheinlich gar, ja, nicht so viel Sinn. Ja, ich muss jetzt lachen, weil das ist natürlich genau der Punkt in Deutschland, dass die Bausparlobby, die Bausparkassen so eine große Lobby haben, dass sie es geschafft haben, gesagt haben, wir wollen von dem Riester-Kuchen auch was abhaben. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Riester-Bausparer mit 0,1% Guthabenszins. Das muss man sich vorstellen. Und was natürlich jeder Logik der Geldanlage widerspricht, 0,1% bei einer Inflationsrate von 2,8%. Das, okay, ist besser, ich lege es unter das Kopfkissen. Ja. Ja, also staatliche Zulagen braucht man vergessen, weil da kommt nichts an. Und dann vergessen natürlich ganz viele Berater, ja? Also, mhm, wenn sie Wohnriester verkaufen, zu erwähnen, dass am Schluss, wenn ich das zur Entschuldung der Immobilie hernehme, tatsächlich dieses Rentenkonto mein Leben lang
aufgelöst werden muss und das hat andere Nachteile am Ende der am Ende der Laufzeit oder während des Ablaufs des Vertrages. Da können wir jetzt heute hier gar nicht drauf eingehen, aber okay. Das ist einfach der Witz des Jahres. Riester war für die Altersvorsorge geplant, so sehe ich es nach wie vor. Bei Baufinanzierung gibt es auf meinem Kanal ganz andere Themen, wie man richtig Baufinanzierung bestreitet. Das geht viel besser wie über Wohnriester. Das sollte wirklich für die Altersversorger genutzt werden. Das war die Idee. Okay. Und da gibt es perfekte Lösungen. Okay, jetzt switche ich mal wieder zurück zu diesem Thema, wo ich sage, okay, du hast mir dieses ideale Produkt jetzt mal näher gebracht, wo man einfach sagt, okay, wir haben eine ganz geringe Kostenstruktur und die Rendite bleibt sozusagen dann wirklich beim Riester-Sparer. Jetzt wäre natürlich die Frage, in der Theorie, tolle Sache, gibt es sowas überhaupt? Genau, das ist die Frage, die kann man ganz einfach mit Ja beantworten. Genau so ein Konstrukt gibt es, so ein Produkt gibt es am Markt okay. Und das macht das Ganze rund. Ja. Aber nur die Frage, von mir erfunden, es gibt tatsächlich einen okay. Anbieter, der dieses Konstrukt genau so kreiert hat, dass man als Riester-Sparer wirklich davon profitiert, mit so einer schmalen Kostenstruktur, dass okay. Man hier wirklich auch so super Renditen dann erwirtschaften kann. Warum erfahre ich davon nichts? Das ist ganz einfach. Oder wo erfahre ich davon was? Das wäre mal die Frage. Also steht sowas in der Bild-Zeitung oder bei Stiftung Warentest? Ja, genau. Also darüber wirst du natürlich nichts erfahren, weil es natürlich für den Massenvertrieb nicht geeignet ist, weil dem Finanzvertrieb reicht es nicht aus, wenn er sowas hat hier in der okay. Tasche. Wir haben ja vorhin gezeigt, die wollen ja sowas in der Tasche haben hier und mehr. Ja. Das heißt also, das ist der Grund, weil dieses Produkt natürlich nicht für den Massenvertrieb geeignet ist. Das ist ein Honorar-Netto-Tarif. Das heißt also, der Kunde zahlt eine Abschlussgebühr und ein Honorar bei dem Berater und es gibt keine versteckten Kosten und Strukturen da hinten dran, die dann eben dem Finanzvertrieb nicht tauglich wären und deswegen wirst du das auch nirgendwo erfahren. Aber es ist halt leider bei allen Produkten so, dass man einfach da auch natürlich schon in der Tiefe recherchieren muss und gucken muss, wer macht sowas überhaupt, weil im Fernsehen, in den Massenmedien wird es natürlich nicht gezeigt, völlig klar. Okay. An der Stelle sei übrigens auch noch erwähnt, fällt mir noch gerade ein, um das einfach mal hier in den Ring zu werfen, einer der größten deutschen Riester-Anbieter, mache ich jetzt einfach mal so, ja, die haben eine Kostenstruktur von 15% pro Vertrag und mehr laufende Verwaltungsgebühren. Also sag mir bitte eine Geldanlage, die das erwirtschaften kann. Also die mir also nach den Kosten sozusagen. Das heißt, ich muss ja diese 15% ja erstmal erwirtschaften. Genau. Und das heißt, ich muss ja, der Vertrag muss ja dann eigentlich 20 oder 25 Prozent an Rendite erwirtschaften. Genau. Mir ist keiner bekannt. Ja. Aber das ist wirklich so und das ist ja genau das Ergebnis unserer Arbeit, dass wir seit das wirklich 2008 öffentlich wurde, dass die Versicherer die Kosten vor Vertragsschluss öffentlich machen okay. Müssen, wir eine Datenbank haben. Weil ich als Sparer, ich kriege das doch gar nicht raus. Also diese ganzen Kosten, die du mir vorhin genannt hast, ja, das höre ich ja zum allerersten Mal. Das ist ja kann was, ich das ist ja für mich. Ja? Wir haben ja vor kurzem so eine Makler-Offensive gestartet, wo wir also auch selbst Versicherungsmakler, also geschweige denn Einzelvertreter, die ja nur das eine Produkt haben, die wissen es eh nicht, das muss man mal ganz klar so sagen, also selbst Versicherungsmakler, die ja eigentlich voll in der Thematik sein müssten, haben hier nur ein begrenztes Wissen, was die Kosten betrifft. Die gehen irgendwo nach Testsieger und bieten das an, weil sie sich sagen, wenn es der Testsieger ist, dann ist es auch leichter verkauft. Ganz einfach. Okay, also ich will es jetzt nicht zu sehr, ich will ja nicht zu sehr jetzt in die Tiefe gehen, warum und weshalb auch bestimmte Verträge überhaupt dann bei Testzeitschriften oder in Testzeitschriften so gut abschneiden. Da kann man nur darüber spekulieren, aber das ist nicht das Thema Spekulation, sondern hier wollen wir natürlich den Leuten irgendwo mal einen Denkanstoß geben, was sie tun können. Und ja, das wäre eben auch die abschließende Frage, was kann ich jetzt tun, wenn ich sage, also ich glaube nach wie vor an Riester und ich möchte also einen Riester-Sparplan, also ich möchte Riester besparen. Ja, was ist dann zu tun? Ja, es ist ganz einfach, man kann natürlich... Oder wenn ich auch vielleicht schon einen Riester habe, das wäre vielleicht auch das Thema. Ja, also wenn schon jemand einen Riester-Vertrag hat oder sich Gedanken darüber macht, ja, dann muss man natürlich diese Kostenstrukturen vergleichen, damit man die Sinnhaftigkeit dann wirklich, wir gehen wieder auf das Video... Komme ich da aus alten Verträgen raus? Ich komme gleich dazu. Okay. Ja, also auf das Video aus 2012 zurück, da erzählen wir das ja, was da mehr entstehen kann, wenn man das richtig macht und vor allem auch noch
bei dem Produkt ja trotzdem die Sicherheit hat, dass man die eingezahlten Beiträge auf jeden Fall zurückerhalten muss. Das ist ja eine Riester-Thematik in Deutschland. Und also jeder Anbieter muss die eingezahlten Beiträge und Zulagen garantieren am Schluss. Mhm. Aber dass ich natürlich die Möglichkeit habe, hier eine vernünftige Performance zu machen, das war das Thema auch in unserem Video aus 2012. Mhm. Und jeder hat natürlich, um die Frage dann endgültig zu beantworten, jeder hat natürlich die Möglichkeit, während der Vertragslaufzeit, ja, für einen kleinen Obolus, den Anbieter zu wechseln. Ja, also ich kann, wenn ich heute bei Gesellschaft A einen Riester-Vertrag habe, genau, dann steht im Vertragswerk irgendwo, was es kostet, wenn ich wechsle, zwischen 50 und 100 Euro in der Regel. Ja, okay, neben die vom überschaubar, ja. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, es ist ganz wichtig, dass ich beim neuen Anbieter natürlich auch meine eingezahlten Beiträge gesichert habe, also das alte Guthaben. Wenn ich es rüberbringe, muss das auch schon gesichert sein und jetzt kommt es. Okay. Dafür zahle ich natürlich sowieso nicht noch einmal ein Honorar. Mhm. Also das wäre ja ein Käse, weil ich habe ja schon meine Abschlussgebühr bezahlt. Jetzt, wenn der Reus noch ein Honorar nimmt für den Altvertrag, nur den Übertrag, wäre natürlich Käse. Also das Honorar entsteht auch nur, diese kleine Honorarvereinbarung entsteht nur auf die neu abgeschlossene Beitragszahlung. Und über die, da wir vor allem über den größten Kostenblock, die Verwaltungskosten, sprechen, rentiert sich das in der Regel bei Verträgen mit einer Restlaufzeit größer 10 Jahren immer. Und das muss man sich einfach angucken, das muss man aber individuell prüfen. Es wäre unseriös, hier eine pauschale Aussage zu treffen, zu sagen, jeder muss switchen, das ist Käse. Also man muss es wirklich individuell prüfen. Okay, ich würde sagen, wir haben, denke ich, viele Fragen beantwortet zu dem Thema Riester oder beziehungsweise lohnt sich Riester, ja oder nein, und denke ich auch gut die Brücke geschlagen, also sprich die Probleme, die grundsätzlichen Probleme der Riester-Förderung oder der Riester-Verträge sind geblieben, aber wir haben jetzt eben die Möglichkeit, durch gewisse, ja, sagen wir mal, Stellschrauben, an denen man drehen kann, eben hier doch, ja, die Kuh vom Eis zu bekommen, eine gute Rendite auch in der eigenen Tasche zu behalten. Das kann man, glaube ich, abschließend sagen. Das kann man abschließend genauso sagen. Wie gesagt, es gibt in der Beratung dann, also wenn jemand Interesse hat, natürlich, ja, einfach kontaktieren, dann kann man so eine günstiger Prüfung, wie wir das bezeichnen, für den Vertrag natürlich mal machen. Das ist ja kein Problem. Und das Entscheidende ist dann einfach auch immer, was ich ganz gern mache, das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen, also ich habe ja selbst auch logischerweise nicht nur Geldanlagen, auch ein paar Versicherungsverträge zur Altersvorsorge, die ich dann gerne auch mal herzeige, dass man mal sieht, dass Versicherungen für die Altersvorsorge auch wirklich lohnen, ja, dass die auch wirklich 7% und 8% schaffen, dass das auch geht. Ja, das zeige ich ganz gern dann mal. Mhm. Und dann versteht man einfach auch den Hintergrund der Wirkungsweise eines Versicherungsvertrages viel leichter, denn diese Produkte gibt es schon lange. Okay. Ja, und es hat auch niemand das Rad neu erfunden, sondern man muss einfach die Gesetzmäßigkeiten kennen. Es ist wie bei allem im Leben, dass man einfach vielleicht durch ein bisschen mehr Aufwand, durch ein bisschen tiefere Recherche sowas einfach adressiert und dann im Endeffekt einfach mehr davon hat. Okay, super. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, da waren wertvolle Infos für euch, für Sie, für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat hier auf YouTube, dann gebt dem bitte einen Daumen hoch. Guckt bitte auch in die Videobeschreibung, dort findet ihr auch nochmal einige Informationen zu diesem Thema. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an den Marco Reus und sage bis zum nächsten Mal hier auf zuvielbezahlt.de.